Hey, was ist das? Leute, was geht ab? Ich bin Kelvin, heute werde ich meine Freundin verarschen. Und meine Freundin hat auch schon versucht, mich zu erreichen, aber ich habe mein Handy auf Flugmodus gemacht, habe ich komplett nicht gemeldet. Und zwar folgendes, Leute, ich habe ja einen Griff. Zack. So. Kommt jetzt Lotion rein. Was ist das, Mann? Was ist das hier? Ich würde dir den Kopf abschlagen, ich mach's jetzt nicht. Wenn du mir schon dreist rumliegst. Digga, Frank was goated, Digga. Stegi-Clips? Feuerstarter sein. Whitney, ja, hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen bei Mascha Story und nicht auf TikTok. Ich bin nämlich ein wahrer G. Prime ist kostenlos, Jungs. Ja, ist okay. Was ist das hier? Was denkst du, dein Finanzberater? Ein paar Tage, ich hatte mal einen Finanzberater. Und der meinte, ich soll weniger fürs Zocken ausgeben. Jetzt habe ich keinen Finanzberater mehr. Digga, was ist ein Finanzberater eigentlich? Digga, was wollte er da craften? Das soll ein Bett. Ich glaube, das soll ein Bett sein. Ja, okay, aber das finde ich valid. Obwohl, das ist krass. Ich finde das nicht valid. Nee. Hä, wie hat der was das verzauberte Buch? Digga. Was ist das? Wer ist verkrankt? Ob ich dir sonst was antue? Wer ist verkrankt, Mann? Ob ich dir sonst was antue? Nina, ob ich dir Zimmer anfahre? Ah! Ah! Oh mein Gott! Bist du krank? Wer ist verkrankt? Ob ich dir sonst was antue? Wer ist verkrankt, Mann? Ob ich dir sonst was antue? Nina, ob ich dir Zimmer anfahre? Digga, schön auf eine Minute gepusht, der Hurensohn, Alter. Mann, Insta-Reels sind scheiße, da ist die Lautstärke immer so richtig. Nee, viel zu laut. Keine Insta-Reels. Die Lautstärke ist immer tot da. Bro, warum kommen eigentlich die ganze Zeit nur Prank Bros Edits, Bro? Habt ihr was anderes? Was war das? Nein! Wir sind tot, ey! Endlich, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich TikToks geliked habe, die lustig waren. Ich glaube nicht, ich habe eigentlich gerade eine krasse For You Page. Die hatte jeder von uns schon mal eine Phase lang. Bei mir ist jetzt die Phase wieder. Ich habe diese, wie nennt man das? Diese Motivation TikTok For You gerade. Die TikTok For You habe ich gerade. Also ich habe gerade keine lustigen TikToks. Aber ich schaue auch wenig TikTok momentan. Konsum und materieller Wohlstand ist das Einzige, was meinem Leben noch einen Sinn gibt. Ja, das ist Classic.
Kennen Sie das auch? Sie sind mit Ihrer gecasteten, unnatürlich glücklichen Fake-Familie in übertrieben schöner Natur essen, aber Sie tun sich nur 2 Scheiben Tomaten auf den Teller? Das ist bescheuert! Was ist los mit Ihnen? Hallo, ich stehe vor einem Hochhaus und habe eine Krawatte an, um den Eindruck zu vermitteln, ich wäre ein erfolgreicher Business-Typ. Aber erstens, Sie kennen mich nicht, zweitens, und fünftens, ich kann nicht zählen und tu nur so, als würde ich Dinge aufwissen. Ich soll in dieser Werbung mitmachen, um zu zeigen, dass einflussreiche, anerkannte Menschen auch das beworbene Produkt gutheißen und Zuschauer wie Sie glauben den Scheiß dann auch. Und Giles Nachricht? Ich sehe Giles Nachricht nicht. How much is this? $29.99. Bro, ich hab letztens ein Video gesehen. Bro, man kann, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist richtig random, das kommt richtig random. Jetzt, was laber ich eigentlich? Da hat jemand, ich glaube, das habt ihr auch safe vorgeschlagen bekommen. Da hat jemand getestet, also es gibt ja so Filme und die haben so Es gibt ja Filme und die haben Filmvorschriften. Und bei Subway gibt es eine Vorschrift, dass man erstens sein Subway, also man darf selber entscheiden, was man beim Subway reinmacht. Okay? Alles. Und man darf unendlich viel Salat bestellen bei Subway. Und der hat das gemacht und der hat dann gesagt, jo, packen Sie Salat einfach nebenbei. Also man kann bei Subway einfach unendlich also Salat, nicht nur diese grüne Salat, sondern Tomaten, Karotten, Mais, alles. Digga, das ist crazy. Oder nicht? Und bei Mediamarkt ist anscheinend so, dass wenn da ein Produkt ist und ihr findet das irgendwie auf Amazon oder so billiger, dann müssen sie das billiger, also du müsstest das genau im gleichen Preis verkaufen wie da auf der Seite. Günstig Preisgarantie, ja genau. Digga, was für Scheißregeln. Digga, what the fuck? Bro, chill mal. Junge. Digga. Der geht auf die Frau zu. Der beste Anmachspruch, Io Wester. Und sagt, entschuldigen Sie, riechen Sie das auch? Dann sagt sie, was denn? Ich rieche überhaupt nichts. Nein, es riecht hier so nach Käse. Dann sagt die Frau wieder, ja, wieso denn nach Käse? Und dann sagt er, ja, irgendeinen Grund muss es ja wohl haben, warum du Mäuschen hier bist. Oder kleiner Tipp von mir, mach das auf gar keinen Fall. Bitte mach das gar nicht, okay? Bitte lasst es. Er geht auf die Frau zu und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie hier irgendwo eine Muschel gesehen? So ein bisschen verzweifelt, ja? Und dann sagt sie, ja, wieso hier in der Stadt, wieso suchen Sie denn hier eine Muschel? Nein, aber hier... Er sagt so was mit Perle, Digga. Muss irgendwo eine Muschel sein. Ich suche verzweifelt die Muschel. Wo ist denn die? Dann sagt sie, wieso suchen Sie denn die Muschel? Dann sagt er, ja, irgendwo musst du, Perle, ja wohl herkommen, oder? Frau geklärt. Check. Was mach ich? Fuck, fuck, kommt denn? Hi Hugo, jetzt schon 17 Monate Sub, liebe deinen Content und liebe, wie du dich ziehst, bin dazugekommen, wo alles begann mit dem Sellout-Stream. Ich vermisse Old Hugo mehr als meine Klasse. Bro, was? Als meine alte Klasse. Ich stehe vor euch, Jungs. Ich bin Old Hugo. Ich bin Old Hugo. Ich bin's. Ich hab nur Ronaldo Wasser jetzt. Als Upgrade. Nee, doch. Digga. Oh, my mom feels after telling my secret to the guests. Real talk, Digga. Bro, das erinnert mich gerade an The Joecraft. Jetzt fragt ihr euch warum. Digga, ich bin heute aufgestanden. Das erste, was ich mache, ich gehe auf Instagram. Digga, und dann sehe ich ihn hier. Was denkt... Wie heißt der? Josef oder so? Oder was denkt er sich bei diesen Stories? Ich verstehe es nicht. Digga, das ist seine Story. Digga, what the fuck?
Bro, warum macht er das? Was denkt er sich dabei? Das ist halt Lehrer. Problem damit. Nein, aber ich versteh's nicht. Ist doch süß, ja, aber. Ja, okay. Okay. Engine start, no problem. 5 Minuten. Tidin, 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 problem, Engine kaputt. Engine start. Oder was zum Fick, Mann? Digga, was ist mit die Lara passiert? Sehe ich anders aus? Wassermelone, Digga. Digga, Wassermelone ist crazy. Wassermelone ist krass. What the fuck? Bro ist zum Microfilm gefahren. Wie findet ihr Microfilm, Jungs? Chaosflow Fragezeichen. Wenn sie so einen Husten haben... Wieso völlig aus dem Nichts herauskommt, wo sie sich gar nicht wehren können, wo es zum Teil so schlimm wird, dass sie denken, sie müssen jetzt sterben, weil sie so wenig Luft kriegen. Und nach einigen Minuten ist diese Attacke vorbei. Sie löst sich in Luft Asthma. Aus. Sie erholen sich und denken, naja, das war jetzt halt einmal irgendwie sowas. Aber nach 7 bis 14 Tagen kommt es wieder. Da kann ein kleiner Mitbewohner schuld sein, der sogenannte Spulwurm Ascaris lumbricoides. Oder was labert er, Digga? Ich will mein Schwert nicht auf Sharpness 3 entscheiden, Digga. What the fuck? Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo. Bro, eigentlich muss ich nochmal einen TikTok machen, Jungs. Wann mache ich TikTok? Ich muss, also nicht das, aber ich brauch wieder, ich will wieder in TikTok-Grind reinkommen. Und ohne diese Clips da, Digga. Da, Bruder, ich muss das eigentlich, ich lösch das jetzt. Bro, alles unter 100.000 wird gelöscht, Digga. Jetzt, aber was für TikTok soll ich machen? Ugo, Upgrade für Zimmer. Können wir das schaffen? Nein, verdammt, ich kann das alles nicht mehr. Okay. Ich wünschte, ich wäre Metall so stabil wie ein Nokia. Ich kann das alles nicht mehr. Ich brauche dringend ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Nee, der ist es nicht. Hallo Laura, darf ich mir für eine Weile deinen Stern ausborgen? Es ist alles ein bisschen viel gerade. Das könnten wir sein, aber du bist kein Komodo-Varan. Ich schütte mein Herz für dich aus, direkt in dein Café. Alles ist gut, solange du deine Medikamente nimmst. Trink jetzt ein Glas Wasser oder du dehydrierst und stirbst qualvoll. Not feeling so elefantastisch today. Schwimmbad Pommes, hä? Wo ist Walter? Na da, in der Nervenklinik. Alles läuft furchtbar. Bro, kann man die kaufen? Gerahmte Prints jetzt im Shop. Nee, die kann man echt nicht kaufen. Holy Freunde, ich bin hart traumatisiert. Du bist super, aber viele Leute wollen das halt nicht einsehen, wie Koriander im Prinzip. Ich plus du gleich Suppe plus Gabel, aber schmecken tut's trotzdem, also was soll's. Ne, der letzte hab ich jetzt nicht gecheckt. Ja, okay, reicht jetzt, Digga. WTF, wie viele haben die, Alter? What the fuck? Digga, ich glaube, ich krieg gerade irgendwie einen Herzinfarkt oder so. Mein Auge zittert, meine Lippe zittert und mein Herz tut gerade weh. Ich glaube, das sind so Anzeichen für Herzinfarkt gerade. Ich trinke mal Wasser. Ich trinke mal keinen, ich versuche mein Bestes. Verteile dein Erbe zwischen uns auf. Okay, alle, die jetzt 5 gibt für Subs droppen, kriegen 5% von meinem Erbe. Wenn ich jetzt Retalk und Herzinfarkt mache. Digga, was sollte das werden? Was? Retalk, das finde ich valid. Digga, ich schwöre, es gab mal eine Version, da konnte man TNT durch Schlagen anzünden. Ich schwöre, das gab's. Das kann nicht eine Illusion in meinem Kopf sein.
Ich schwöre, es gab eine Version, da konnte man TNT hitten und es wurde angezündet. Was, wenn mehr als 20 Leute 5 Subs droppen? Dann der am meisten hat. Mensch, okay, das mit Fire Aspect. Ja, das meine ich aber nicht. Seven up, ey, sie will ficken, aber ich bin schon seit gestern wach. Schon seit bin auf YouTube und ich such nach. Bro, das ist crazy. Digga, das ist krass. Mann, Bruder, das ist verrückt, Digga. Wirklich, also TikTok ist eine legit andere Welt. Bro, was ich auf TikTok mittlerweile auch öfters begutachte, und das, wow, ich check nicht, warum mir das nicht viel früher eingefallen ist. Leute schreiben rein bei so Streamer-Clips meistens. Ich habe jetzt kein Beispiel. Leute schreiben rein, dass Streamer XY das und das gesagt hat, obwohl es gar nicht stimmt, aber das ist ja auch eigentlich obvious, dass die alle trollen. Aber versteht ihr, was ich meine? Die schreiben so, ja, aber warum, also das, ich hab das bei mir halt gesehen. Da war irgend so ein Clip von Samus Wyatt irgendwie, keine Ahnung, und da war jemand, Top-Kommentar war, yo, irgendwas mit mir, dass ich irgendwas gesagt hätte, was ich noch nie in meinem Leben gesagt habe, aber er sagt das einfach so, als er schreibt das einfach auf 100% serious da rein, dass ich das gesagt habe. Checkt ihr? Die schreiben einfach irgendwas rein mittlerweile, glaube ich, einfach. Die schreiben einfach irgendwas rein. Mit dem wir dieses Jahr arbeiten. Das heißt, wir haben ein Flugzeug, das abgestürzt ist, das wir auch tatsächlich abstürzen lassen haben. Ja. Digga, mein Auge zuckt die ganze Zeit. Lack. Jungs, ich hab's geschafft, ich hab sie geküsst. Junge, Mann. Ey, ich hab dir auf der Gamescom ein Wanted von dir gegeben. Wo ist das? Ein Wanted von mir. Du meinst One Piece Wanted? Diese Zettel, das ist zu Hause. Kapiert ihr das nicht? Ich will das nicht! Hört auf! Bitte, ich fühle mich gestalkt, Alter! Hör auf! Hör auf! Boah, Alter, ich schwöre, das war krass. Dieses Hypnose-Teil war crazy. Bro, man hat da... Digga, ich dachte, oh Gott, früher... Das ist extra so, damit man verwirrt wird, aber das war ja einfach nur da, damit man nicht rüberschauen kann. Aber wenn man da drauf schaut, dann, also bei mir war das so, ich habe so in meinem Kopf habe ich gespürt. Als würde die Schule versuchen, in meinen Kopf reinzukommen. Ich hab gesagt, du sollst auch so. I just wanna be part of your somebody. I just wanna. Digga, bitte reagier auf Minecraft-Channel. Digga, wenn das noch jemand reinschreibt, ich schwöre, ich sorg dafür, dass er auf ganz Twitch gebannt wird. Mann, Bruder, als ob ich den noch nicht gesehen hab, Digga. What the fuck? Tag 15 von einem random Bild von meinem Eichhörnchen. Bro, jetzt check ich es erst. Dein Eichhörnchen ist gar nicht real. Was? Nein. Bro, er schickt die ganze Zeit sein Eichhörnchen rein, seit Tagen. Und ich denke, er zoomt immer so richtig nah dran, dass man so nur die Hälfte erkennt. Ich bin Real Talk enttäuscht gerade. Real Talk. What the fuck? Lukas Kromo, danke für 100 Bits, dankeschön. Bro, du schickst nie wieder ein Bild von deinem Eichhörnchen. Ich will's nicht mehr sehen. Dein Eichhörnchen kann meinen Arsch lecken, Real Talk. Du hast mich in... Nee. Digga, da schaltet man einmal wieder ein und kriegt schon wieder so eine Psychose. Ich fühle mich echt zu Hause. Hä?